Grüß euch, wir sind As God Created und ihr schaut Mulatschak, die einzige TV-Show, die ihr wirklich braucht. Arena, seid ihr bereit? Ihr eröffnet den Abend heute sozusagen. Welche Freude macht euch das? Das ist schwer zu sagen, es ist generell unser erster Gig jetzt in überhaupt zu einer großen Location mit solchen großen Bands. Und ja, es ist schon fast eine Ehre für uns, dass wir da heute anfangen dürfen. Wir haben angefangen, natürlich, wenn wir kleine Buben waren, da hat österreichische Metal-Bands noch nicht wirklich so gegeben. Aber jetzt mittlerweile, wir kennen auch jetzt schon einige Bands auch bei uns in der Umgebung in Oberösterreich. Und ich finde das ehrlich gesagt extrem geil, dass man wirklich sowas auch so groß dann auch wirklich aufgezogen wird, eben auch mit Fernsehwerbung und allem drum und dran. Also ich finde das richtig geil. Wie ist das für euch? Groß, wie sagst du, groß. Ich sage mal sehr groß, weil The Sorrow ist für uns zum Beispiel ein starker Einfluss, weil wir das eigentlich alle hören. Und es ist schon mal sehr cool, dass wir mit denen halt die Bühne teilen dürfen. Und oder zu einer österreichischen Band, also wie oft hat man das schon? Also ist schon ein Lebenszeichen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, es ist ein ziemlich einschneidender Punkt eigentlich heute, würde ich schon sagen. Also wie gesagt, die Location Arena ist schon mal sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also wir waren bis jetzt vorher in Wien eigentlich nur Escape, Szene und so, die Richtung. Und jetzt einmal in der Arena zum Spielen dürfen, ist sehr genial eigentlich. The Sorrow als Headliner bei einer All-Austrian Metal Night. Wie ihr davon gehört habt zum ersten Mal, wie ist euch dabei gegangen? Du hebst es. Gut. Es war ein schönes Offer. Und in der Arena haben wir erst einmal vor 4 Jahren gespielt und dann haben wir uns gedacht, das müssen wir machen. Nein, man ist schon stolz auf jeden Fall, dass man irgendwie da so quasi doch zu der Speerspitze zählt wird in unserem kleinen Land. Das ist ein bisschen stolz macht es. Wir haben ja heute die All Austrian Metal Night mit einem österreichischen Headliner, der international ja gar nicht so übel dasteht. Motiviert schon, das oder? Motiviert natürlich, dass man sieht, dass es halt für eine österreichische Band auch nicht unmöglich ist, irgendwie so eine Anerkennung zu finden. Ne? Weil oft schaut es ja sehr traurig aus. Also man neigt dazu, ein bisschen zu verzweifeln, aber sowas holt einen dann wieder ein bisschen rauf. Ne? Leider sehr oft so, dass du als Österreicher, vor allem eben im deutschen Markt, der halt der wichtigste ist in Europa, gleich mal einen Deppelstempel drauf kriegst quasi. Wie schaut es aus mit dem Rundherum? Also eben, was weiß denn ich, das Tour-Tagebuch im Internet oder eben so rundherum Dinge. Wer macht das bei euch? Vornehmen tun wir es uns jedes Mal, aber es kann... Manchmal fehlt einfach die Zeit. Ich muss sagen, bei der letzten Tour, dadurch, dass wir selber gefahren sind, waren wir irgendwie permanent so beschäftigt, dass man daran war, nicht zu denken mit Ausland einladen, hin und her fahren, spülen und so. Aber jetzt, wo man eben mit dem Nightliner fahren, sollte sich das schon irgendwo ausgehen. Ich glaube, da fühlt man schon eine freie Minute zwischendurch. Das ist ziemlich viel Zeit, dass man selbst Fotos macht und filmt. Ja. Ist schon vorbei. Es heißt ja in diesem Business, das zweite Album ist das, wo sie wirklich entscheidet. Ja? Was kann die Partie? Also, in welche Richtung geht es da bei euch? Habt ihr euch schon entschieden oder reiten da noch die Gedanken? Wir sind erstens einmal noch im Songwriting-Prozess, das heißt, also so richtig fix ist noch nichts, ne? Wie man nicht sagt. Aber wir haben auf jeden Fall beschlossen, den Fokus ein bisschen mehr aufs Songwriting zu legen, also auf die Qualität des Songwritings vor allem. Ich meine, wir sind alle immer noch extrem zufrieden, glaube ich, mit unserem Debütalbum, aber wir wollen halt die Songs wirklich, dass die als Songs begriffen werden und nicht vielleicht zugunsten dessen ein bisschen vom technischen Anspruch bei manchen Parts zu teilweise. Natürlich, ich meine, eher songdienlich das Ganze ausgerichtet. Und auch schauen, das war jetzt die kurze Zusammenfassung von dem, was ich jetzt 2 Minuten versucht habe herauszubringen. Dass das Ganze ein bisschen eine eindeutige Linie kriegt. Ja. Ich sage mal, dass wir wirklich unsere Linie finden. Roten Farben. Genau, dadurch, dass wir einfach
wirklich extrem viel verschiedene Einflüsse in der Band haben. Und noch dazu beim letzten Album die Songs aus einer sehr langen Zeitspanne stammen. Debütalbum eh. Genau. Ja. Klassiker, ne? Ja. Aber es ist jetzt nicht nur technisches Riff an technisches Riff, sondern wir lassen noch, wie soll ich sagen, so Zeit zum Atmen zwischendurch. Hm. Ja, und dann. Like a shadow in our